Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Eternia. Wir haben es in der letzten Folge geschafft, Celsius zu uns ins Team zu holen, unsere nächste Greater Cramel. Und ich bin wieder ein bisschen heiser, wie man eventuell hört. Ich muss mal gucken, wie viel ich heute aufnehmen kann und ob das überhaupt irgendwie mit dem Gequatsche heute funktioniert. Oha. Ich erkenne diese Stadt nicht wieder. Als wir das letzte Mal hier waren, war noch alles komplett vereist. Ich dachte, es bleibt trotzdem noch so ein bisschen verschneit oder zumindest kühl, aber das sieht ja aus, als wäre hier gerade der Frühling über das Dorf, die Stadt hereingebrochen. Wow, the town looks completely different. Ja, ich stimme zu. So this is Rhea Peruti. Also Meridys Stimme können wir heute wieder in die Tonne kloppen. Da ist wieder das kleine süße Tier, was wir beim letzten Mal schon gesehen haben, als wir hier waren. Hey, the heroes who saved Peruti are back. Wir haben es ja versprochen, ne, dass wir euch irgendwie helfen. Hey, you're the... the name's Gustin. Das ist der, der uns auch geholfen hat, die Kleidung, diese Winterkleidung zu organisieren, ne? Guck mal, wie die sich hier alle freuen und rumhüpfen. Thank you very much for paying for us. No need for thanks. By the way, are you hungry? Immer. Vor allen Dingen ja, dass Rita direkt drauf anspringt, das war klar. Yeah, I'm about to starve to death. Great, in that case I'll treat you to a delicious feast. Ja, cool. Sounds great. Ah, es wird schon wieder so eine Folge, wo ich ständig Hunger haben werde. Ich sehe schon. Reed! Es sei denn, die essen irgendwas, was ich nicht mag. Aber wann ist das schon der Fall? Guckt euch das an. Das kann doch gar nicht schlecht sein. Das duftet doch quasi bis in unsere realen, echten Nasen rein. I tell you, Reed has no willpower when it comes to food. Ich glaube, das streitet er auch nicht ab. Okay, wir essen also im delikaten Hinterzimmer. Hey, I don't see any food here. Oder auch nicht. Just have a seat for a second. I have a favor to ask. Wow, wird das jetzt Erpressung? You tricked us. Jetzt gedulde dich mal, Reed, hör mir doch erstmal zu. You've got it wrong. I just want to ask you to join the Shileska Freedom Army. The Shileska Freedom Army was formed to defeat Balia, the current ruler. If you join us, I know we'll be successful. Und wenn ich jetzt sage nein, dann kriegen wir kein Essen, oder was? Davon wird Reed jetzt bestimmt seine Antwort abhängig machen. So, does that mean you know where Balia is? You were all planning to... You bet, defeat Balia. Tja, das trifft sich doch gut, nicht wahr? Miyakis to our hearts. Ich frage mich gerade, ob Gaste nicht eventuell eine Frau ist. Wenn ja, dann habe ich jetzt schon mehrere Fail-Parts mit der falschen Stimme hinter mir. Well, that's wonderful. We're seeing eye to eye already. Now that's what I call true Celestians. Actually, everyone Inferian except Meridy. Ha, what are Inferians doing here? It's a long story. Hast du etwa ein Problem damit? Right, anyway, please go see Max, the leader of Shileska. He knows the whereabouts of Balia Castle. Where do we find this Max guy? It's a bit far, but he's in Tinsha oder so, the city of artisans on the continent to the west. That's where our hideout is located. Im Westen? Ich hätte jetzt schwören können, dass er sagt Süden. I don't know about this. Come on, you've got to do it. More people against Balia is better. Well, it is a bit disconcerting with just the four of us. Disconcerting, noch nie gesehen das Wort, glaube ich. And there's no harm in meeting him, let's go. Fine, let's go to Tinsha. Ich spreche das wahrscheinlich voll falsch aus. Also mit unserem Essen? Oh. Take this Miyakis badge with you. Show it to them and tell them that I sent you. Aha, dankeschön. Das ist also quasi unsere Eintrittskarte, finde ich gut. So, ich warte auf den Moment, wo Reed fragt, was jetzt mit dem Essen ist. Ha ha ha. Now, brothers and sisters, enjoy yourselves tonight. Is it finally time to eat? Yes, that's right. It's my treat tonight. Eat all you want and stay here for the night.
Du weißt aber schon, was wir alles vertilgen. Wow, werden, wenn wir so viel essen, wie wir dürfen. Oha. Irgendwie würde ich da jetzt auch gerne mit denen am Tisch sitzen. Ah, ich glaube, die haben schon schlechtere Abende durch. Wie süß Quickie da, auf Merity drauf liegt. Was war das? Merity? Merity, where are you going? Jetzt bin ich mal gespannt auf ihre Antwort. What's that light? Merity, hear voices from Aemon. That is why Ilera shining now. What are they saying? Merity, not too sure, but Merity hear cries and screams. Oh nein. Merity must go to Aemon. Merity, go to Tinsia later. Tinsia? No way, do you really think we'd let you go alone? But what about Shileska? Shileska can wait. Deswegen mag ich Farrah. Immer für ihre Freunde da. Immer die richtigen Prioritäten, wie ich finde. You can rely on us, you know. That's what friends are for. Thank you. Oh, ich ärgere mich gerade über mich selbst, weil ich wieder für einen kurzen Moment dachte, dass Merity uns betrügen könnte. Ja, ich schäme mich dafür. So, that's the reason. Tinsha will have to wait for now, but we will go there immediately after. Please let Max know. Aber Max hat jetzt nichts mit Maxwell zu tun, oder? I understand. Hold on to the badge. We'll be waiting for you. Okay, dankeschön. Please, take this map with you. I'm sure it will come in handy if you ever get lost. Ich werde auch mit der Map lost gehen, bin ich mir ziemlich sicher, aber danke trotzdem. Da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, was es hier noch so für Orte gibt und so. Now go on and head to Tinsha as soon as you can. Jawohl. Thank you, Kiel. Stop thanking me for every little thing. Wow, Kiel, you can actually be nice sometimes. Was? So nice fand ich das gar nicht. Eher neutral. So, what? Leave me alone. Oder meint er die Aktion generell, dass Kiel überhaupt eingewilligt hat, ihr zu helfen? I don't know. The badge is yours. Please head for Tinsha immediately after Aemon. Okay. Aber ist das... Ich muss gerade mal kurz überlegen. Ist das nicht relativ weit jetzt zu Fuß? Wir konnten uns jetzt mit Erhalt der Karte nicht irgendwie porten oder so. It looks like it's short-circuiting oder so. Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken. Wir haben ja die ganze Stadt auch noch auszukundschaften. Ich glaube, nach Aemon werden wir es heute nicht mehr schaffen. Aber ist nicht schlimm. Ich bin gespannt, wie die Leute jetzt hier alle abgehen. Es müsste ja eigentlich mega gute Stimmung herrschen. Wobei, auch wenn ich... Oh! Ja, das hatten wir schon mal in irgendeiner anderen Stadt, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß. Aber ich fand diese Musik, Look at this view, I can see the ocean on the horizon. Sehr schön. Ja, das ging vorher nicht, ne? Ich fand diese melancholische Musik, die wir hatten, als ja alles noch so verschneit und trist war, irgendwie noch cooler als das, was wir jetzt hören. Also passt halt zur jeweiligen Stimmung, ne? Aber ich bin halt irgendwie ein Freund von... so melancholischen Klängen. Auch wenn ich mich natürlich für alle hier Anwesenden sehr freue. Eating in a toasty room. No, this is true luxury. Eating in a toasty room. Oh yeah. Ich glaube, die machen jetzt erstmal ein paar Tage Party, bevor die wieder in den normalen Alltag übergehen werden. Thanks to you folks, the ice melted and the temperature is way up. I can finally start working. Ja, sehr gut. Starting tomorrow, I'm going to work super hard. Na dann. So viel zum Thema, die kehren bald in ihren Alltag zurück, ab morgen dann wohl. Hey, look. The staff uses a Kramer cage. Jo, klingt praktisch. Wenn es damit denn tut, was es soll. People of this town will talk of your heroism forever. Aha. You are truly the heroes of Peruti. Jo, das war uns jetzt nicht so wichtig, aber hey. Besser so, als wenn hier alle irgendwie tot und verhungert oder erfroren am Boden liegen. So wie Kiel ganz am Anfang, als wir Peruti das erste Mal betreten haben. So, haben die jetzt hier irgendwas Neues? Brauchen wir denn irgendwas? Ich glaube, ich werde mal wieder alles voll kaufen. Wir wissen ja nicht, was da noch so auf uns zukommt, ne? Und so wahnsinnig teuer ist das jetzt nicht. Achso, warum habe ich das denn ausgelassen? Achso, weil Schweine teuer ist.
der anderen Seite, wenn diese Komponente irgendwie alle geht, dann haben wir ein großes Problem. Ich kaufe mal noch zwei davon. Nicht alles voll, aber ein bisschen mehr. So, welcome to my establishment. It's wonderfully warm outside, isn't it? We have a room on the second floor. Und ist klar. Achso, nee. Nee, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie noch ein anderer Händler. Aber klar, wir sind ja hier jetzt in der Herberge im Gasthaus. So, was geht denn hier draußen jetzt ab? Erzähl mal, Kumpel oder Kumpeline. We're going to dance all night long. Sehr cool. Na dann, viel Spaß. Ist zwar noch tagsüber, aber hey, dann mach mal. Ich komme da nachts wieder vorbei, mal gucken. Könnte ich theoretisch wirklich, ne? Habe ich zuletzt gar nicht gemacht in den Städten. Sing, dance, hey, hey, hey. Sing, dance, hey, hey, hey. Ich glaube, wir haben nicht so die allerbegabtesten Tänzer bei uns im Team. Aber ich will es auch niemandem Unrecht tun. But it just doesn't feel right, unless there's a big party going on. Hooray! Es ist halt das Neue, das Echte, das richtige Peruti. Bald werden wir es mit gar nichts anderem mehr assoziieren können. Welcome, this is our grand reopening sale. Aha. Das ist aber jetzt nicht günstiger als in dem anderen Laden, oder? Ist das nicht sogar teurer? Ich weiß es nicht. Please come again. Ich meine, dass ich für all diese Dinge auf jeden Fall erstmal keinen Bedarf habe. So, ich weiß gar nicht mehr, wie der ganze Ort hier aufgebaut war. Warte mal. Wow, hier steppt echt der Bär. Warte mal. Und hier komme ich jetzt wieder auf die Weltkarte, oder was? Ja. Okay, so, warte. Wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir laufen erstmal hier lang. There are lots of good items here. Holy Bottle hatte auch immer 200 gekostet, meine ich. Oder war das nicht sogar 150? Wir haben das, glaube ich, eh alles voll, oder? Warte mal, wenn ich jetzt einmal das hier nehme. Thanks a bunch. Hä? Ja, warte mal, ich habe doch eigentlich alle Holy Bottles verbraten. Nee, nicht alle. Aber ich konnte in dem Laden da gerade eben gar nicht kaufen. Es ist voll ätzend, hier einzukaufen, weil du hier keine Mengen angeben kannst. Oder geht das irgendwie? Nee. Mal gucken, ob wir noch einen anderen Laden finden. Ansonsten kaufe ich den Rest dann gleich hier nochmal voll. Hey, have you heard? I heard that the leader of Shileska, Max, is really strong. He's also big, really cool and really handsome too. I heard he fights with a cannon this big. He'll go boom and beat Balir like nothing. Ist das am Ende vielleicht ein neuer Charakter, der sich unserem Team anschließt? I wish I could join Shileska. Me too. Kann sich da nicht jeder anschließen? Was sind denn bitte die Aufnahmekriterien? Wahrscheinlich musst du irgendwie stark genug sein oder so, um die Leute nicht zu gefährden. Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass jeder Anhänger willkommen ist, aber scheinbar darf nicht jeder da rein. So, die wiederholen sich, egal wen ich anquatsche. So, was geht hier ab, wenn ich mal die Treppen treffe? The greater Kramer Celsius has calmed her rage. This is wonderful, simply wonderful. When I was young, I got lost in the mountains and was rescued by Celsius. Celsius is actually a calm and kind Greater Kramel. Ja. Ja, mal abgesehen von dem Kampf, ne? Bisher können wir aber auch nicht allzu viel über sie sagen. Insofern, ist das überhaupt eine Sie? Das war, glaube ich, ein Mädel, oder? Oh, was haben wir hier an Zeit damals verbracht? Was? Ich kann jetzt nicht wirklich, oder? Hey, this might work. Was? Ziehen die sich jetzt eventuell auch längerfristig um? Das finde ich so unfassbar niedlich. Ho ho ho, joy to the world, now where's my list? Das behält sie jetzt nicht an, oder? Nee, schade eigentlich. Aber wir können uns die Outfits hier scheinbar nochmal angucken, wenn wir lustig sind. Would you like some mountain climbing equipment? Nur wenn du was Neues hast. Ach, guck mal, hier kann man Holy Bottles kaufen. Und zwar zum gleichen Preis. Dieses Sirup-Ding, wo habe ich denn davon so wenig? Habe ich das nicht auch mal irgendwie voll gehabt? Freeze Charm, ja, das hat uns gut den Allerwertesten gerettet. Ich müsste sowieso mal meine Ausrüstung anpassen. Ich habe ja auch einige Angriffszauber deaktiviert, die ich vielleicht mal wieder aktivieren sollte. Aber ich gucke erstmal, dass wir hier irgendwie die Stadt erstmal abfrühstücken, bevor ich da jetzt irgendwas im Menü mache. So, hey my friend, ne? Mabu Curry for breakfast, Mabu Curry for lunch, Mabu Curry for dinner. Waste not, want not. Was? Waste not, hä?
That's my curry philosophy. Aha. Jetzt habe ich Curry. Toll. Jetzt habe ich Curry. Jetzt habe ich Bock auf Curry, wie ich einfach mal ein Wort unterschlage. Wo gibt's denn sowas? So, kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Das Haus sieht zum Beispiel genauso aus wie seinerzeit auch. Wahrscheinlich generell alle Häuser von innen. Ob es jetzt hier irgendwo neue Wunderköche gibt, die plötzlich auftauchen? Vielleicht an irgendeinem Stand oder so? Ach, warte mal, einige... Ja, hier, das sieht sehr auffällig aus. Natürlich. Hier kamen wir seinerzeit, glaube ich, gar nicht hin, weil alles so zugeschneit war. I am the mysterious wonder chef. I'll show you how to make cold noodles, the perfect dish for a hot day. Ich habe gerade auf alles Bock, was die hier an Essenspunkten erwähnen. Panion eggs, tusk meat, cucumbers and red satay. Receive cold noodles ingredients. Ah. Ich weiß noch, in der Zeit, wo ich in London gearbeitet habe und eigentlich ganz gut Englisch konnte, wie wir damals zu einem Subway gegangen sind und ich ganz normal irgendwas bestellen wollte und partout nicht auf das Wort, auf das englische Wort für Gurke gekommen bin und mich das so frustriert hat. Und ich weiß noch, der Typ, der da das Zeug zubereitet und verkauft hat, hat sich richtig kaputt gelacht, weil die wollten das nachschlagen. Also ich bin mit zwei Leuten da gewesen, denen das auch ad hoc nicht eingefallen ist, keine Ahnung, war irgendwie ganz komisch und ich wollte das unbedingt wissen. Wir haben da bestimmt 10 Minuten gestanden und ich habe drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, okay Leute, komm, guckt nach. Und dann habe ich mich so geärgert, dass mir dieses Wort nicht eingefallen ist. Aber ich finde das auch irgendwie nicht so einfach, ne? Weil du kannst dir da schwer Eselsbrücken bauen zum deutschen Begriff. Kann ich mit dem da auch reden? Nee. Vielleicht hätte er ja ins Wasser springen wollen können. Thank you very, very much. Thanks to you, we can go outside again. Die freut sich, es steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ich glaube, es wird heute echt nicht viel mit Voice Acting, Leute. Verzeiht mir, wenn ich das heute so ein bisschen zurückfahre, weil ich habe keine Lust, morgen dann gar nicht sprechen zu können und ich habe eigentlich auch mega Lust zu zocken. Und wenn ich dann jetzt nur einen Part aufnehmen kann, dann macht mich das sehr traurig. Oh ne, ich wollte eigentlich auf No gehen. Obwohl, auf diese Hit-Anzeige habe ich zuletzt gar nicht mehr geachtet. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Nothing beats the feel of cold steel in your hand. Mhm. Gibt's denn hier irgendwas Neues? Achso, der hat noch die Flamberge, glaube ich, angelegt, ne? Vom letzten Mal. Gold Bracelet. Habe ich ihr das nicht gekauft und irgendwie festgestellt, dass das gar nicht besser ist? Ich glaube, das Sortiment hat sich nicht erweitert. Ich gehe jetzt mal raus, bevor ich jetzt wirklich wieder Geld ausgebe für irgendwas, was uns nicht weiterbringt. So. This is Peruti, the port city. Thankfully, we'll no longer have to call this place Ice City. Dabei fand ich die Eisstadt voll schön. Ich hätte mir gewünscht, dass es eine Eisstadt bleibt, aber eine... Oh. Eine, wo man halt normale Kälte hat, sage ich mal. Eine, die, wenn man sich eine dicke Jacke anzieht, erträglich ist. So, kann ich mir hier noch was angucken. Aber ich meine, dass wir in Inferia auch ein Eisgebiet gesehen haben. Wo wir seinerzeit gar nicht... Was? But the fishy odor is a bit overwhelming. Was war denn das gerade für ein Songgeräusch? Habe ich das jetzt nicht bekommen? Was ist denn das überhaupt? Warte mal, New? A gelatin-based medicine periodically regenerates some HP. Okay. Das ist aber neu, oder? Ich glaube, das gab es in Tales of Destiny noch nicht. Kann mich zumindest an die Dinger gar nicht mehr erinnern. So, was habt ihr denn hier im Angebot? Eigentlich habe ich jetzt die Knete, um alles voll zu kaufen, ne? Soll ich das einfach mal tun? Ich bin gerade schon wieder voll in sinnlos Geld ausgeben Laune. Aber ich behaupte mal, dass wir jetzt hier in dieser Stadt auch nichts Neues eingekauft kriegen. Und wenn wir sowieso zurück nach Eimen gehen, dann werden wir unterwegs wieder viele Kämpfe mitnehmen. Und in Eimen wird es wahrscheinlich auch kein neues Equipment geben. Und wenn doch, dann weine ich einmal ganz laut und dann ist auch wieder gut hier. Aber warum habe ich jetzt hier ein Item gefunden? Habe ich das beim letzten Mal übersehen? Das, wird hoffentlich nicht der Fall sein. Ah, vielleicht kann ich hier vom Hafen aus das Ganze gleich abkürzen. Und muss gar nicht die ganz lange Route nehmen. Wir werden es gleich noch herausfinden. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Dieses Haus war aber seinerzeit, glaube ich, auch nicht betretbar, oder?
Warte mal. I heard that Ifrit, the pirate, once had numerous hideouts on the sea floor where he kept his treasures. If only there was a way to dive underwater, I could go and search for Ifrit's treasures. Ich glaube, das kennen wir schon. Also zumindest kommt mir das, was er hier sagt, gerade sehr bekannt vor, von wegen Dive Underwater und so. Und wir haben ja auch nichts gefunden, also waren wir wahrscheinlich in diesem Haus schon mal drin. Warte mal, ich will noch... Nee. Ich gucke jetzt nicht nochmal durch. Ich wollte die... Warte mal, ich muss jetzt mal kurz... Zumindest für ihn... Was hatte er denn seinerzeit? Diesen Destroyer oder wie das hieß? Hier ist er. Ich frage mich echt in jedem Tales auch, nach welchem Prinzip die Items hier angelegt sind. Also alphabetisch ist es definitiv nicht. Nach Stärke ist es auch nicht. Also chronologisch nach Erhalt ist es auch nicht. Nach welchem Prinzip wird das hier sortiert, ey? Das ist noch so eine Frage, die mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende beschäftigen wird, wenn nicht irgendjemand von euch das aufschlüsseln kann. So, hi Kumpel. Oder Kumpelinsens. Hi, thanks. Thanks to you, I can finally go out to sea again. I can't wait to set sail. Let's have a good catch. Yeah, let's go. Yeah. Yeah. Wir müssen übrigens noch ins Theater, ne, in Inferia. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet jetzt gerade drauf komme. Wahrscheinlich, weil ich kurz schon den gedanklichen Schwenk nach Inferia wieder gemacht habe. Ah, ne, hier gibt's gar nichts. Ich dachte, ihr dockt vielleicht irgendwie ein Schiff an oder irgendwas, was uns von A nach B bringt. Da hinten. Obwohl, hier unten ist ein Schiff, aber das sieht eher nach einem Frachter aus als nach einem Personenbeförderungsschiff. Hallo, are you painting the ocean? Hey, not bad, are you a painter? If you call a person obsessed with painting a painter... If you call a person obsessed with painting a painter... Achso, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Then I suppose I am. Ich dachte gerade, das war wieder ein kaputter Satz oder so. My heart aches when I paint the ocean. To tell the truth, I only want to paint Miyakis that I love so much. Wer nicht, there's no time to waste. There are so many landscapes all over the world that I must still paint. You're traveling and painting the world? My name is Lysitia? This is only the beginning of my journey. Aha, kann ich dich dabei irgendwie unterstützen? Das klingt wie so ein NPC, den man immer aufsuchen muss, wenn man... bisschen was von der Welt gesehen hat oder so. I can't live unless I fill every page of my sketchbook. Aha. Aber sie hat uns jetzt keinen Arbeitsauftrag mitgegeben, oder? Sonst hätte sie ja anteilig zumindest schon die Information vielleicht verwertet, die wir schon mitbringen können. So. Warte mal, wie steuere ich das Ding jetzt? Ich muss hier... Ah, hier konnten wir beim letzten Mal gar nicht mehr rauf. Weil es irgendwie so kalt gewesen ist, ne? Irgendwie so hatten die das, glaube ich, begründet. Ah, sie gibt's ja auch noch! Hey, Chad, I mean, Captain, let's hurry and head for Iman. Aye, aye! Oh Gott, ihre Stimme kann ich nicht... The town is lively. It looks like the ice has started to thaw. We know we're the ones who melted it. We're, nicht where. You're all surprisingly good-natured. Ich will, dass sie zu uns ins Team kommt. Oder bleibt sie einfach nur unser Captain? Also was heißt einfach nur? Ist ja auch wichtig und so, aber trotzdem. Die sieht aus... Ach, und ich hatte noch eine Waffe. Wo waren das nochmal? In irgendeiner Stadt so eine Bag, mit der man... Die man einkaufen konnte als Waffe. Ich weiß immer noch nicht, zu welchem Charakter das gehört. Hey, let's go. Shall we depart? Yeah. Okay, let's go. Do you know how to steer? Ich hoffe doch, dass wir das irgendwie noch hinbekommen. Aber wenn ich jetzt No genommen hätte, dann hätte uns das Spiel da automatisch hingebracht, oder was? Ich weiß Tatsache nicht mehr, wie das funktioniert. Aber hey, ich habe schon mal rausgefunden, wie man rückwärts fährt. Okay, ich weiß nicht, wo Iman ist. Ich habe mir aber auch noch gar nicht meine Weltkarte angeguckt. Moment. Wo war die denn jetzt nochmal?
Eigentlich müsste ich dich hier bei New relativ schnell sehen, aber Pustekuchen. Bin ich gerade blind? Ja, ich bin blind. Ich verstehe hier aber gerade auch genauso wenig, wonach das hier sortiert ist. Wobei, nee, Moment. Hier ist es alphabetisch. Hier ist es alphabetisch. So, warte mal. Hier ist Eimen. Luischka. Und hier sind wir. Achso, das ist ja gar nicht so weit. Das ist ja quasi einmal nur rüber. Aber wisst ihr was? Ihr wisst, worauf es hinauslaufen wird, ne? Ich gucke mich einfach mal ein bisschen um. Ich schaue noch mal ganz kurz hier rauf. Aha. Boah, das ist irgendwie... Ich finde diese Karte hier voll riesig und finde, dass es im Vergleich echt wenige Orte gibt, die man nur ansteuern kann. Kann ich mich da eigentlich auch hinporten? Nee, ich weiß, die Frage habe ich mir schon mal gestellt. Man kann sich stattdessen nur angucken, was man da einkaufen kann. Na gut, ich werde jetzt trotzdem mal so ein bisschen die Weltgeschichte hier erkunden. Und mal gucken, ob wir vielleicht eventuell doch irgendwo andocken können. Vielleicht finden wir was Schönes, was auf der Karte jetzt nicht so eingezeichnet war. Hier zum Beispiel. Also vorausgesetzt natürlich, wir können auch überall andocken und aussteigen. Geht das hier irgendwie? Warte mal. Travel Menu Land. Control Bridge Land. Aha. Ich wette, ich sterbe jetzt. Chats hat. Hier sind wir ja vor einer Weile schon gewesen. Ich guck mal eben kurz, ob hier irgendwas passiert. Können wir hier reingehen? Vielleicht ein neuer Dialog oder so? Ich glaube es zwar fast nicht, aber... Ja, ich verstehe das nicht, warum manche Orte... Ich muss jetzt nochmal gucken. Ja, ich habe schon wieder voll Kurzzeitgedächtnis und so, aber... Genie. Von Genie haben wir bisher gar nichts gehört, aber von Tinsia vorhin. Und diese Insel, die im Nordosten so sternförmig aussieht, da gibt es doch safe auch irgendwas, wo man irgendwas erkunden kann oder so, oder nicht? Na, egal, wir werden sehen. Aber erstmal wieder zurück zum Schiff. Ich habe Angst, wenn ich hier draußen rumlaufe, dass ich jeden Augenblick verrecke, wenn der erste Gegner mich erwischt. Aber das heißt, in dieser Region haben wir uns ja schon streng genommen so ein bisschen umgesehen. Wobei, ich weiß noch, ich bin am Anfang, habe ich diese Hütte... Oh, den kennen wir aber, den Gegner. Da habe ich diese Hütte auch gar nicht gefunden. Und da gab es aber, glaube ich, noch nach Nordwesten... noch so eine Route, die man entlang laufen konnte. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir da nicht schon gewesen sind. Wahrscheinlich weiß auch gerade kein Mensch, wovon ich hier gerade fasele. Aber wir sind aus irgendeinem Gebiet rausgekommen und direkt südlich davon war die Hütte, wo wir dann in Richtung Basement geschmissen worden sind. Ja, genau. Okay, hier ist... Okay, ich weiß, wo wir sind. Das hier ist dann so gesehen nichts Neues. Wobei dieses zweite weiße Pünktchen, da muss ich nochmal kurz gucken... Wo uns das hinführt? Moment. Ah, das ist Luischka. Das sind die Ruinen. Das muss ich eigentlich gar nicht gucken. Da, wo wir mit dem alten Mann geredet haben. Aber vielleicht ist er da jetzt noch. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich da auch gleich mal vorbeischauen. Und wenn wir dann gleich zurück zum Schiff gehen, dann werde ich die Kämpfe unterwegs auch alle rausschneiden. Vielleicht auch den ganzen Rückweg. Ich meine, diese Gegner hier haben wir schon mehr als nur ein, zwei Male gesehen. Aber hier wird es nochmal interessant. Hier haben wir auch das ein oder andere Rezept damals mitgenommen. Da habe ich auf dem Rückweg dann ja noch die Kiste gefunden, wo ich nicht verstanden habe, wie ich das Ding übersehen konnte. So, da ist er. Something happening in Eimen, you say? Hmm, it's quite possible. My Ilera also has been alarming me of some sort of disturbance. You should return to Eimen at once. Du, ich will dich ja nicht enttäuschen, alter Mann. Wir werden jetzt erstmal die ganze Welt so ein bisschen bereisen. Ich würde zumindest mal überprüfen wollen, ob wir die Orte ansteuern können, die auf der Liste eingetragen waren. So ein bisschen natürlich auch in der Hoffnung, dass wir da schon besseres Equipment einkaufen können. So, aber erstmal geht's wieder zurück zu unserem Schiffchen. Erstmal noch schön ein bisschen Taschengeld mitgenommen unterwegs, so muss das. So, ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell aber an die anderen Orte noch gar nicht... Was ist das denn hier für eine komische Route? Warte mal. Ich muss noch mal kurz gucken, wo bin ich denn gerade? Hä? Wo ist mein Standpunkt?
Kann ich mir den gar nicht anzeigen lassen? Ich bin, glaube ich, genau... Also jetzt hier... Ja, ich muss, glaube ich, einmal komplett die andere Richtung umschiffen. Warte mal, ich werde das mal für euch so ein bisschen beschleunigen, sonst kommen wir da heute gar nicht mehr an. Auf jeden Fall scheinen wir hier barrierefrei durchzukommen, was schon mal ganz gut ist. So, jetzt habe ich allerdings ein bisschen die Orientierung verloren. Ach so, ich befinde mich immer genau dort, wo sich die, ich nenne sie mal Koordinatenkreuze treffen. Alles klar, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da trotzdem am Ende nicht hingelangen werden, aber ich gebe alles. Hier müssen wir jetzt in der Nähe von dieser komischen Sterninsel sein, nenne ich sie mal. Da sehe ich auf jeden Fall kein Pünktchen. Ich wette, dass hier die krassesten Gegner ever warten. Ich glaube, ich gucke mir das mal kurz an. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich werde vorher noch mal kurz speichern. So, und dann können wir auch mal hier ein, zwei Kämpfe mitnehmen. Weil irgendwie hat doch jedes JRPG, wo du irgendwie eine Weltkarte hast, irgendwo im hintersten Hinterstübchen irgend so eine Ecke, wo mega starke Gegner lauern. Aber ich glaube, das hier ist sie erstmal nicht. Die sind auf jeden Fall neu, weil weder die Leeches noch die Mists, die haben wir irgendwo schon mal gesehen. Das sind einfach nur stärkere Ausführungen von Gegnern, die wir schon kennen, ne? Aber die sollten machbar sein. Ich stelle mich, glaube ich, gerade nur ein bisschen blöder an. Wir waren aber am Anfang des Kampfes, waren wir so ein bisschen eingekesselt, oder? Oder rede ich mir das gerade künstlich wieder schwerer, als es war? Keine Ahnung. Jawoll! Die Experience! Okay, Leute. Moment, wenn wir hier so viel Experience kriegen für Kämpfe, die halbwegs klar gehen, dann nehme ich mal eben kurz noch einen Kampf mit. Guck mal, da unten sehen wir schon in der Minimap unten rechts, dass wir dort höchstwahrscheinlich doch schon hin können. Ich freue mich. Okay, das sind jetzt wieder zwei komplett neue Gegner. Nur nicht irgendwie zu naiv und blauäugig werden. Ja, Hauptsache, ich schlage erstmal volle Möhre in die falsche Richtung. Kann man mal machen. Aber ey, also schon allein 500 Erfahrung. Also selbst wenn es über 400 gewesen wäre, wäre es schon krass. Weil der Kampf dauert jetzt irgendwie nicht länger oder auch der letzte als normale Kämpfe. So, guck mal, die geben jetzt schon wieder ein bisschen weniger. Okay, wir können uns das ja mal im Hinterkopf behalten. Ich kann mir... Ich dachte gerade, ich komme nicht mehr in mein Schiff. Da ist gerade schon wieder kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe schon wieder komische Paranoias hier. So, jetzt aber quasi bei Abendanbruch sind wir hier in Portizia. Und eigentlich würde ich gerne tagsüber lieber einmal hier ankommen. Warte mal, Land. Ich hoffe, die Gegner hier sind nicht so krass. Ich habe gerade eben gespeichert, notfalls. Ach, guck mal, das sind ja auch die Gegner. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Insel, die irgendwie exklusive Gegner anzubieten hätte, aber wenn es sich hier in der ganzen Region gibt, dann ist sie ja gar nicht so besonders. Irgendwas sagt mir aber, dass wir die Insel noch besuchen werden. Die ist einfach irgendwie zu auffällig geformt. Und ich wette, am Ende hat die sogar irgendwas mit Stern oder... Also irgendwas Star-mäßiges in ihrem Namen drin. So, ich würde ganz gerne einmal campen. Also ich schaue mir einige Orte mit Sicherheit auch gerne bei Nacht an, aber beim ersten Besuch habe ich das dann doch ein bisschen lieber, wenn draußen die Sonne scheint und wir den Normalbetrieb bestaunen können. Reed! Das sieht ja schön aus hier. Let's go to Iman. You heard what Meredith said, didn't you? There might be something terrible happening. Oh, sagt sie das jetzt überall, wo wir hier uns umschauen wollen? I know. Schade. Okay. Aber es ist ja irgendwo... Ich meine, das ist jetzt wieder so eine Grenze, sage ich mal, die das Spiel hier zieht. Aber irgendwo ist diese Grenze ja auch realistisch, ne? Ist ja auch in anderen Spielen manchmal... Aber ich habe das lieber so, als wenn man hier eine unsichtbare Wand einbaut und sagt, nö, hier geht's nicht weiter, obwohl unser Auge uns was anderes sagt. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, ob wir an den anderen Ort irgendwie rankommen. Warte mal, da muss ich jetzt auch nochmal kurz spicken.
Boah, das ist ja mega weit weg. Okay, ich werde jetzt gleich wieder beschleunigen und eventuell einen Zwischenstopp einlegen, wenn ich hier Pünktchen sehe, die wir besuchen können. So, hier ist zum Beispiel eins, aber ist das nicht das, wo wir gerade eben schon waren? Warte mal, ich muss mal ganz kurz an Land gehen, einfach um zu gucken, wie das hier heißt. Mann, doch nicht kurz vorm Ziel. So, jetzt aber. Ach, das ist... Hä, da bin ich doch gerade eben schon mal gewesen. Ja, von da hinten bin ich. Ah, okay. Alles klar, keine weiteren Fragen. Lass uns gucken, dass wir unsere Reise hier lieber fortsetzen in diese Richtung, genau. So, ich glaube... Also A, glaube ich, dass meine Stimme jetzt nicht mehr lange mitmacht. Aber das hier war die Ecke, ne? Ja, es sieht so aus, als kämen wir da noch nicht rein. Und das sieht so... Obwohl, warte mal, da war... Guck mal, da ist Wasser. Wir werden irgendwann mit dem Ding tauchen können, ich sag's euch. Ja, 100 pro werden wir hier irgendwann tauchen können. Auch weil wir schon mehrfach, glaube ich, im Spiel gehört haben, dass man hier irgendwie underwater diven kann oder wie das da formuliert wurde. Na gut, dann würde ich mal sagen... Return? Nee. Brechen wir die Erkundungstour fürs Erste ab. Ich werde immer mal wieder Augen und Ohren offen halten, wenn wir von A nach B geschickt werden und so ein bisschen den ein oder anderen Schlenker in unterschiedliche Richtungen machen. Aber ich glaube, in Inferior war das genauso, dass du tatsächlich nur die eingezeichneten Orte besuchen konntest, oder? Ich bin doch nämlich über meine Erkundung damals auch an diesen komischen Psychotest rangekommen, ne? Viel zu früh eigentlich, also lange bevor man da eigentlich hingeschickt wurde und... Ich weiß aber nicht mehr, ob das irgendwie gekennzeichnet war auf der Karte. So, nee, warte, das ist nicht Aimen. Da hinten ist Aimen. Aimen, wir sind da. Und ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wie sich das angehört hat, als uns die Mitteilung ereilt hat. Aber wir werden erst beim nächsten Mal hier hingehen und gucken, was uns hier erwartet. Denn ich werde an dieser Stelle den Part beenden und bin jetzt mal so mutig und werde den nächsten Part direkt im Anschluss aufnehmen, trotz Heiserkeit und allem Mut überhaupt. Aber ich habe Bock. Ich will jetzt wissen, was da passiert ist. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr denn mögt, gerne beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch einen wundervollen Resttag und bis hoffentlich bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.